Rücksicht in der Dose, serviert von sympathisch lächelnden Berlinern. Mit Plakatmotiven wie diesen will die Senatsverwaltung für besseres Verkehrsklima sorgen. Jeder von uns ist irgendwann auch mal der Schwächere, ist nicht nur mit dem Auto unterwegs, sondern auch mal Radfahrer, Fußgänger und erwartet, dass der dann Stärkere auch Rücksicht nimmt. Und das muss uns allen klar sein, nur so kommen wir gut durch den Straßenverkehr, indem wir aufeinander achten und aufeinander Rücksicht nehmen. Der Radverkehr hat im vergangenen Jahr um 4% zugenommen. So erfreulich diese Entwicklung sein mag, sie bedeutet gleichzeitig, dass Autofahrer und Radfahrer immer öfter um ihr Vorrecht auf der Straße kämpfen. Kämpfe, die vor allem für Radfahrer schnell tödlich enden können. Wie sicher fühlen Sie sich im Straßenverkehr als Radfahrer? Nicht sicher. Warum nicht? Weil es keine guten Fahrradwege in Berlin gibt und überhaupt es nicht so richtig geklärt ist, wie viele Rechte eigentlich die Fahrradfahrer haben. Also Autofahrer denken, sie haben einfach immer Vorfahrt. Aber man muss sich seinen Platz total nehmen, ohne dass man sehr koordiniert immer mittig auf der Straße fährt, sehr klar sagt, was man macht und so weiter, wird es irgendwann unsicher. Es gibt so ein paar verrückte Autofahrer, die dann so bei rechts abbiegen, ohne zu gucken. Man muss einfach so aufpassen und Helm nützt auch nicht viel. Würden Sie sich wünschen? Ja, dass es vernünftig ausgebaut wird, mit extra Ampeln und überall Fahrradwege und so. Plakatkampagnen? Na, bringt glaube ich nichts. Tschüss. Statt Plakatkampagnen sollte also lieber die Infrastruktur weiter verbessert werden. Doch der Senat hat die Ausgaben gekürzt um je 1 Million Euro pro Jahr. Für 2014 und 2015 sind jeweils 2,5 Millionen Euro eingeplant. Außerdem mangelt es an Personal bei der Umsetzung der Strategien, kritisiert der ADFC. Alle Verkehrsplanungen, die eigentlich wichtig sind, also Radverkehrsanlagen, sprich Radspuren, Angebotsstreifen jetzt auf den Fahrbahnen, verschieben sich durch die Verzögerung immer weiter nach vorne, sodass, weil einfach nicht genug Personal da ist. Und das ist ein ganz, ganz großer Knackpunkt. Zumindest aber könne eine Kampagne für mehr Aufmerksamkeit sorgen, so Scheel, und zwar auf beiden Seiten. Die Initiative wird immerhin unterstützt von zahlreichen Berliner Unternehmen. Die BSR stellt 10 Fahrzeuge als Werbefläche zur Verfügung, die BVG 6. Die Wall AG wird in der gesamten Stadt 1000 Plakattafeln mit den Motiven bestücken.